Ernährung im Allgemeinen ist mir schon wichtig. Es sollte schon ernst genommen werden. Ich versuche schon ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Naja, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ne? Das klingt jetzt erstmal so, als wenn man Leuten, die ein bisschen denken können, ein bisschen was über das Essen erzählt hat. Und natürlich, es muss alles gesund und sonst was sein. Ich glaube nicht, dass das weißer letzter Schluss ist. Die werden bestimmt noch irgendwann was anderes sagen. Ich versuche darauf zu achten, dass es ausgewogen ist. Weil es halt komplett auf die Gesundheit abstrahlt. Weil mein Körper mir schnell Feedback auch gibt. Weil ich gesund sein will, weil ich auch fit sein will. Weil es meine Gesundheit bestimmt und beeinflusst. Na, sag mal so, mit der Gesundheit. Ich bin dafür, dass das ein ganz klein wenig entspannter, locker und weiter gesehen wird. Der Aspekt, dass man sagt, was man in sich hineinfrisst, kommt auch irgendwie raus. In Form von Wohlbefinden oder sonst irgendwas, wird leider ein klein wenig einseitig gesehen. In Deutschland in der letzten Zeit sehr auf den Gesundheitsaspekt, Functional Food oder irgendwie Superfood, die sagenhafte Sachen bringen sollen, glaube ich alles nicht. Interessant, nicht zu viel, sensibel, gute Sachen essen, das bringt's. Aber das ist noch nicht so richtig durchgedrungen anscheinend. Ich bin mit einer Familie groß geworden, die sehr viel Wert auf Essen legt, auch sehr viel Wert auf gutes Essen legt und habe dann einfach diese Werte von meiner Familie quasi übernommen. Und das ist das, was man eigentlich gerne hört und öfter hören sollte, was aber nicht mehr so viel der Fall ist. Dass Leute sagen, Essen, gar kein Problem. Wir haben immer gut gegessen zu Hause, interessant gemacht und ich bin da einfach so reingewachsen. Das ist mir so mit der Muttermilch irgendwie so mitgeliefert worden. Ich interessiere mich einfach für gutes Essen. Punkt. Ich versuche halt immer morgens zu frühstücken mit einem Müsli meistens. Brot oder manchmal auch Müsli. Vollkornbrot und irgendwas drauf oder ein Müsli. Naja, so den ihren Bio-Laden haben die Studenten alle irgendwie gelernt. Nicht? Weil das, jetzt kommen wir in den Bereich des Interviews, wo es etwas realistischer wird. Jetzt wird aufgebaut. Wie fangen wir denn eigentlich an? Das klingt erstmal so, wie man sich das so vorstellt heute. Manchmal lasse ich mittags halt auch aus und esse dafür abends nochmal was und dann halt nochmal spät abends nochmal was. Man isst halt schnell was in der Kantine. Mal was bestellen oder man geht mal mit Freunden aus oder so. Naja, da ist so mit dem, es wird dann die guten Vorsätze mit dem Bioladen und so weiter, das schwindet dann angesichts der Realität dann schon ein wenig. Es wird pragmatischer und pragmatischer heißt leider immer noch, es wird nicht besser. Es gibt ja wunderbare Lösungen, aber die setzen ein gewisses Know-how voraus. Wenn man dieses Know-how nicht hat, wird man A, ein Opfer der eigenen Stimmungen, das klingt jetzt ein bisschen aggressiv, aber es hat schon was damit, der eigenen Stimmung, ich kenne das ja auch, ich muss unbedingt mal in eine Pommesbude gehen oder so. Man wird ein Opfer der eigenen Stimmung und ein Opfer der eigenen Nichtmöglichkeiten, diese Probleme irgendwie zu lösen. Kochen kann ich, ob das jetzt schmeckt, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Ich koche auch viel selbst und ich koche auch echt gern, mir macht das ziemlich viel Spaß. Oft mit anderen zusammen. So 2 bis 3 Mal die Woche versuche ich schon selber frisch zu kochen. Ich nehme ja auch mal mehr Zeit zum Kochen. Ich habe schon den Eindruck, da ist eine Generation, die man durchaus nicht irgendwie in die Tonne hauen sollte nach dem Motto, die essen sowieso alle nur Fast Food und so ein Zeug. Nein, nein, es wirkt auf mich rein emotional einerseits, andererseits aber auch von dem, was Sie sagen, ja, so als wenn das, Leute wären, die man gewinnen kann für die Geschichte, die man sensibilisieren kann. Es kommt mir so vor, als wenn sie in verschiedenen Richtungen durchaus begeistert werden können für sehr, sehr gutes Essen. Und auch dafür, da ein bisschen was für zu tun. Wir reden ja nicht unbedingt von Geld, wir reden mehr von Know-how und reden von Sensibilität mit dem Umgang mit Nahrungsmitteln und solchen Dingen. Diese Offenheit sollte man sich behalten. Man muss nicht Millionär sein, um gut zu essen. Man kann auch Spardosen anlegen oder man kann einfach den Weg ins Detail antreten. Je besser man wird, desto billiger kann man kochen. Je besser man kochen kann, desto besser. Mit je mehr Know-how, desto besser kann das werden, was man damit macht. Und das kann jeder dann plötzlich machen.